Willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einem neuen Video für euch. Und zwar wieder ein Home Decor Video. Ein bisschen was ist dabei für meine neue Wohnung und auch etwas für Weihnachten und für mein Zimmer hauptsächlich. Und ich würde mal sagen, wir starten sofort. Starten tun wir hiermit. Es ist ein Messerhalter mit 5 roségoldenen Messern. Davon habe ich auch schon 2 einzelne und ich werde das mal kurz auspacken. Das hier sind auf alle Fälle die Messer. Wie gesagt, 5 Stück und verschieden große für alles geeignet wahrscheinlich. Und das hier ist der Messerhalter. Hat auch roségoldene Akzente und da kann man hier so die Messer reinstecken. Und ich glaube, das sieht richtig, richtig cool aus, wenn es in der Küche steht. Dann habe ich hier von IKEA so einen Messbecher mitgenommen. Hier drinne steht Cups und Deziliter, also man muss hier reinschauen. Aber ich fand, der sah ganz praktisch und cool aus. Deswegen ist er mitgekommen. Dann habe ich hier noch 2 Topflappen mitgenommen. Die habe ich auch meiner Mama mitgenommen. Denn wir haben richtig blöde, denn da merkt man die Hitze richtig durch. Und das ist ja nicht der Sinn von einem Topflappen. Ich habe ihr die mitgenommen und ich habe die auch schon getestet und die sind wirklich gut. Also man spürt überhaupt keine Hitze und es wird überhaupt nicht warm. Deswegen freue ich mich schon, wenn ich die in meiner Wohnung benutzen kann. Für die Küche habe ich mir auch einen Seifenspender besorgt und das ist der hier. Der ist von H&M und ich finde ihn einfach wunderschön. Er ist ziemlich schlicht und einfach, was ich ganz cool finde. Hier steht vorne drauf Handwash Soap for Everyday Use Pure and Natural. Also das steht da vorne drauf und ich finde, der sieht sehr edel aus. Im letzten Home Haul Video habe ich euch erzählt, dass ich passend zu den schwarzen Bechern mir von IKEA das Dinera Set in schwarz matt holen möchte. Doch das haben die einfach mal aus dem Sortiment genommen. Und deswegen habe ich jetzt von H&M eine sehr gute Alternative gefunden. Die sind auch schwarz-matt. Ich finde sie wunderschön und ich habe schon richtig Lust, davon endlich zu essen, weil ich glaube, das sieht richtig, richtig cool am Ende aus. Natürlich habe ich nicht nur große Teller, sondern auch kleine Teller und solche kleine Schüsseln oder Schalen. Die sind sicher ganz cool für Salat oder irgendwas, wenn man Raclette macht oder ähnliches, auf den Tisch hinstellen, weil die sind doch relativ klein. Also eine Suppe hier draus zu essen, ich glaube, das wird nichts. Dann war ich bei TK Maxx und habe mir diesen schönen Bilderrahmen mitgenommen. Eigentlich stehe ich mir auf Roségold, aber ich fand den so schön. Und der war heruntergesetzt auf 10 Euro. Also ich weiß noch nicht, wo ich ihn in meiner Wohnung hinstellen werde, aber ich finde ihn wunderschön. Dann habe ich dieses Serviertablett von H&M mitbestellt. Das war beim Black Friday im Angebot und ich fand das sehr schön und auch der Rand passt zu dem Bilderrahmen. Und ja, zurzeit steht er mit den Vasen und ein paar Kugeln auf meiner Kommode. Dann habe ich auch noch was fürs Badezimmer. Und zwar diese Badematte. Die ist so schön flauschig und weich und hat solche langen komischen Teile. Und die habe ich, als wir beim CAIO waren, in der Ferienwohnung gesehen. Die hatten wir da und es war so schön, weil man aus der Dusche kam und darauf gehen konnte und man hatte super weiche, warme Füße. Ich wollte diese hier unbedingt haben, deswegen musste sie auf alle Fälle mit. Dann habe ich hier mir noch ein Bettwäscheset von H&M bestellt. Das ist hellgrau und das habe ich schon in Flieder und in Anthrazit. Ich finde die richtig, richtig schön und gemütlich. Die anderen beiden sind auch drauf, aber ich dachte mir, das wäre für den Sommer vielleicht ein bisschen schöner als nur so dunkle Töne. Deswegen habe ich mir das mitgenommen. Dann wollte ich schon immer mal eine schöne, duftende Kerze haben, die auch nach Winter irgendwie riecht, aber auch nicht so extrem und die dabei auch noch schön aussieht. Und da habe ich die hier von Yankee Candle gefunden. Das ist die Winter Glow, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Und ich finde das mit dem Deckel richtig cool. Normal haben wir ja diesen komischen Glasdeckel und ich finde den hier viel schöner. Und die riecht einfach richtig, richtig gut. Und die riecht auch so angenehm. Ich habe schnell Kopfschmerzen, wenn es so stark riecht. Die riecht so ein bisschen, also man kommt rein ins Zimmer und man riecht es. Aber es ist nicht so ein nerviger Duft. Und ich finde, das sieht auch ganz cool aus, wenn man den Deckel so unten hinstellt und die Kerze oben drauf. Also der Kauf hat sich auf alle Fälle gelohnt. Dann wollte ich unbedingt einen kleinen Weihnachtsbaum für mein Zimmer haben. Und da habe ich mich für einen weißen entschieden.
Ich fand nämlich grün wäre zu bunt für mein Zimmer. Im Wohnzimmer finde ich das natürlich schöner. Aber für mein Zimmer habe ich mich für ein weißen entschieden, denn das passt viel besser zu meinen Möbeln. Dafür habe ich dann auch eine Lichterkette bestellt mit 100 Lichtern. Und das sind so kalt weiße Lichter. Passend dazu natürlich auch Weihnachtskugeln in Silber. Also eine ist so spiegelfarben, die andere ist so ja, silbermatt und dann eine mit Glitzer. Und ich liebe die. Und das war so ein Set aus großen und kleinen Kugeln. Die großen hängen am Tannenbaum. Auch wenn die ein bisschen über sind, aber vielleicht nächstes Jahr, wenn ich einen größeren Tannenbaum für meine Wohnung habe, dann kommen die ran. Und dann habe ich noch so kleine, also so 4 cm, die waren mit dabei. Und die hängen in meiner Fensterbank, also nicht in der Fensterbank, sondern oben am Fenster runter. Das finde ich sieht auch immer sehr schön aus. Oder auf dem Serviertablett habe ich die. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns auf alle Fälle morgen wieder. Also bis dann!